Heute nun möchte ich euch zeigen, wie man süße kleine Schneewichtel machen kann. Und zwar bestehen die aus einem kleinen Blumentopf aus Ton, den ich mit Acrylfarbe weiß angemalt habe. Und damit ein bisschen Struktur reinkommt, einfach ein bisschen Sägemehl hineinstreuen und den Tontopf etwa 7 cm Durchmesser damit anmalen und trocknen lassen. Die kleinen Glitzersterne kann man schon in die feuchte Farbe hineindrücken. Dazu brauchen wir kleine Pfeifenreiniger in Weiß, die wir innen einfach nur ankleben. Der Kopf besteht aus einer Holzperle, die wir auch weiß angemalt haben. Darauf machen wir das Gesicht. Die kleine Nase ist einfach ein Buntstift, den ich noch hatte. Den spitzt man mit dem Spitzer ganz spitz an und schneidet sich dann die Länge ab, die man braucht. Dann haben wir hier noch Perlen, die man anklebt, etwas Kuschelwolle, die man dazu benutzt. Die Haare, das lange Plüsch, den man einfach einen Streifen abschneidet, zusammenrollt und dann in das obere Loch klebt, die Perle hat. Bei der mittleren Figur ist der Puschel, die Haare, einfach ein Stück von einem Besen abgeschnitten. Und damit die Winterwichtel sehr urig aussehen, habe ich dann noch einen Schal gestrickt. Einfach eine Reihe Maschen anschlagen und eine Reihe darauf stricken, in rechts. Das sind 40 Maschen und den bindet man dann einfach um den Topfkopf herum. Das wären die Winterwichtel, unser weiteres Türchen und die Bastelidee. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.